Herzlich willkommen beim Block 6 Ballon Spezial des Season Opener 2021. Der österreichische Aeroclub, FAA, Zivilluftfahrtbehörde erster Instanz, hat diesen Vortrag zusammen mit dem Referat Ballonfahrt, mit Wolfgang Michel und mit Martin Mörtinger und mit mir, Walter Ochsenhofer, besser bekannt als Oxy, zusammengestellt. Und durch diesen Vortrag darf ich Sie jetzt führen. Was beinhaltet dieser Vortrag? Ich darf Sie kurz informieren über die Zuständigkeit der Behörde des österreichischen Aeroclubs, die Kommission für Flugsport, allgemeine Luftfahrt, Administration. Ich darf Ihnen ein paar News zur Behörde im österreichischen Aeroclub geben. Darf Sie dann darauf aufmerksam machen, dass die nationalen Freiballonfahrerlizenzen jetzt wirklich mit 7. April 2021 ihren Ablauf haben. Und wir haben dann auch noch eine Checkliste für den Saisonanfang für unsere Ballonfahrerinnen und Ballonfahrer. Und ich zeige Ihnen noch, welche umfangreichen Publikationen auf der Homepage des österreichischen Aeroclub im Bereich Behörde sind. Der österreichische Aeroclub ist der Fachverband für den gesamten Flugsport der nicht gewerblichen allgemeinen Luftfahrt in Österreich. Er ist die Interessensvertretung für alle Flugsportler. Wir machen auch die ganze Organisation und Durchführung von flugsportlichen Veranstaltungen im österreichischen Aeroclub. Wir geben sehr viel an Schulung und Weiterbildung für unsere Mitglieder. Wir machen die ganze Öffentlichkeitsarbeit und Imagebildung unseres Flugsports. Und wir haben umfangreiches Service für unsere Mitglieder, wie zum Beispiel die Versicherungen, die Vorteilswelt und noch vieles mehr. Der österreichische Aeroclub FAA jedoch ist eine Zivilluftfahrtbehörde erster Instanz. FAA ergibt sich aus dem Titel Kommission für Flugsport, allgemeine Luftfahrt, Administration. Die Behörde ist zuständig für die Ausstellung von Lizenzen, Scheinen und dazu verbundenen Berechtigungen. Wir sind auch zuständig für Zivilluftfahrerschulen, für Hänge- und Paragleiter, Ultraleitschulen und Fallschirmspringerschulen. Wir sind auch zuständig für die genehmigten Trainingsorganisationen, also Approved Trainings Organization oder eben erklärte Trainingsorganisationen, Declared Trainings Organizations für Ballonfahrt und Segelflug. Wir machen auch die Festlegung als auch die Kundmachung für Zivilluftfahrtpersonalanweisungen und für Zivilluftfahrtpersonalhinweise in diesen Bereichen. Wir sind zuständig für die Technik für Hängegleiter, Paragleiter, motorisiert. Wir führen das Luftfahrzeugregister für Segelflug, Ballon, Ultraleit, Hängegleiter und Paragleiter motorisiert. Und wir veröffentlichen luftfahrttechnische Hinweise und luftfahrttechnische Anweisungen für Fallschirme, Hänge, Paragleiter und da auch motorisiert. Einige wichtige Kontaktadressen im Fachverband im österreichischen Aeroclub für die Interessensvertretung Ballonfahrt. Da gibt es einmal den Bundessektionsleiter, den Thomas Herndl. Und dann seinen Stellvertreter, der auch für Sport und Kommunikation zuständig ist, den Christoph Freisel. Im Sekretariat, ihr werdet schon oft wahrscheinlich mit ihr gesprochen haben, die Gabi Fallmann. Und die Oberste Nationale Flugsportkommission, der Hans Mittermeier und die Silvia Wagner. In der Behörde, in der FAA, für die Behörde Ballonfahrt, da ist der Referatsleiter, der Wolfgang Michel, sein Stellvertreter, der Martin Mörtinger. Mit unseren Sachbearbeiterinnen im Büro habt ihr sicher auch schon öfters gesprochen, mit der Brigitte Kari, Tina Lana, Hanna Mannhardt und Gunhild Schinko.
Unsere Inspektoren, Auditoren, vor allem für den EASA-Bereich, was jetzt Segelflug und Ballonfahrt anbelangt, die Karina Kitter, die ist bei uns seit 1. Oktober und seit 1. Februar dieses Jahres auch der Alfred Snopek. Schnell und nicht ins Detail gehend erklärt, was der FAA-Behörde an Bereichen übertragen worden ist. Wenn wir uns die Seite der Austro Control anschauen, dann haben wir hier die Basic Regulation und alle untergeordneten Verordnungen, die es von der EASA her in der Luftfahrt gibt, gut und kompakt zusammengestellt. Was ist jetzt an den österreichischen Aeroclub FAA und die Behörde übertragen worden von der EASA-Seite her? Das wäre einmal die Aircrew und das wäre auch der Teil Behörde, der Part ARA, wie quasi eine Behörde in ihrem Managementsystem funktionieren muss und der Part ORA, also Teil Organisation und dann noch Part DTO, der Teil erklärte Trainingsorganisationen, als auch der Part ATO dazu und der Part Ballonlizenzen, also alles, was für Ballonlizenzen und natürlich auch alles, was für Segelfluglizenzen erforderlich ist. National haben wir über die ZLBV 2006 auch alles für Scheine und Zivilluftfahrerschulen, für Ultraleichtpiloten, Fallschirmspringer, Piloten, Hängeparagleiter, als auch motorisierte Hängeparagleiter. Dann für die über die ZLV die Nachprüfung für die motorisierten Hängegleiter und Paragleiter und Ultraleichtflugzeuge. Die Beurkundung und Lufttüchtigkeit für motorisierte Hängegleiter und Paragleiter. Alle Zivilluftfahrtpersonalhinweise, Zivilluftfahrtpersonalanweisungen für Fallschirm, Hängegleiter, Paragleiter und auch die motorisierten und die Nachprüfung der Annex 1 Segelflugzeuge im Scope. Was gibt es Neues bei der FAA? Nicht mehr ganz neu ist, dass wir als Behörde schon seit 3 Jahren im EASA-Bereich tätig sind. Dass wir die Aufsicht über Lizenzinhaber in der Ballonfahrt haben, dass wir dort Inspektionen machen von Lizenzen. Einige von euch werden das schon gehabt haben. Dass wir Stichprobenüberprüfungen von Ausbildungsfahrten machen und auch Stichprobenüberprüfungen von Theorieunterricht. Das letzte Quartal 2020 und auch die ersten 2 Monate 2021. Da hat uns ein kleines Virus gehindert, um auch entsprechend Inspektionen und Audits von den Trainingsorganisationen zu machen. Damit starten wir jetzt dann Anfang März, damit wir eben beim EASA-Visit dann, der am Anfang September stattfindet, da kommt die EASA selbst mit einem großen Gremium und schaut sich an, wie wir als Behörde arbeiten. Und da werden wir schon Ihnen sehr, sehr gute Ergebnisse liefern können, wie gut wir in Österreich in der Sportluftfahrt sind. Dabei helfen uns die Auditoren Karina Kitter und Alfred Snopek, wie schon zuvor angekündigt, und selbstverständlich auch unsere Fachbereichsexperten mit dem Referatsleiter und Stellvertreter mit Wolfgang Michel und Martin Mörtinger in der Ballonfahrt. Die Frist, mit einem nationalen Freiballonfahrerschein zu fahren, endet mit 7. April 2021. Ab 8. April 2021 ist das einfach nicht mehr möglich. Dazu brauche ich eine EASA-Lizenz. Wenn ich mir die Statistik anschaue, die wir anlässlich dieser Präsentation erstellt haben, das war am 24. Februar, dann sind noch 36% aller jemals ausgestellten Ballonfahrerscheine offen. Nur 64% haben bereits umgewandelt. Darum meine Bitte, macht das jetzt. Macht das bitte sofort. Wir erwarten nämlich einen massiven Stau, der dann
vor April 2021 an Lizenzen entsteht und wir haben dann natürlich höhere, längere Wartezeiten. Es war schon öfters ein Aufruf über Newsletter, aber bitte, bitte jetzt sofort umwandeln, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Was brauche ich jetzt zum Konvertieren, quasi zum Umwandeln in eine EASA BPL-Lizenz? Bitte vor der Konvertierung, wenn es aber nicht geht, dann bitte unbedingt nach der Konvertierung vor der ersten geplanten Fahrt mit einem Ballon die Übungsfahrt, den Trainingsflight mit einem Fluglehrer für Ballone. Die Übungsfahrt sollte auch in der höchsten geplanten Gruppe der Heißluftballone sein. Beispiel eine Fahrt in der Gruppe C, wenn ihr Ballone der Gruppe A, der Gruppe B oder der Gruppe C fahren möchtet. Beachtet bitte auch, dass der Fluglehrer auch diese Gruppe hat und eine gültige Fluglehrerlizenz. Bitte schaut noch bei uns auf der Behörde bei den Downloads, da gibt es das Formular für die Umwandlung. Das füllt ihr bitte aus. Dann bitte schickt uns euren Freiballonfahrerschein im Original zu. Kopiert ihn vielleicht zur Sicherheit für euch, aber ihr bekommt den wiederum eingeschrieben zurück mit dem Stempel drauf, dass dieser ungültig ist. Viele wollen sich das gerne aus Nostalgiegründen aufheben, diesen alten Freiballonfahrerschein. Schickt uns auch bitte das Flugbuch. Die wichtigen Seiten für euch kopieren. Es kann immer etwas verloren gehen, aber auch da brauchen wir das Original von euch. Macht bitte eine Kopie eures Medicals und schickt uns diese Kopie. Euer flugmedizinisches Tauglichkeitszeugnis, das Original, das bleibt bei euch. All das steckt bitte in einen Umschlag. Und schickt das eingeschrieben an Österreichischer Aeroclub, FAA, Blattgasse 6, 1030 Wien. Eine Checkliste für den Saisonanfang für Ballonfahrerinnen und Ballonfahrer. Dazu etwas Grundsätzliches und als auch für die Dokumente für Pilotinnen und Piloten. Ihr braucht ein gültiges Medical der Klasse Lappl. Und für gewerbliche Fahrten braucht ihr aber ein Class 2 Medical. Als auch, wenn ihr außerhalb des EASA-Bereichs im ICAO-Bereich fährt, da braucht ihr auch ein Class 2 Medical. Euer Flugbuch, das muss leserlich, nachvollziehbar, vollständig sein. Und ganz wichtig, auch mit den entsprechenden Bestätigungen. Das heißt, macht ihr einen Übungsflug mit einem Fluglehrer. Muss der Fluglehrer diesen Übungsflug bestätigen. Eine Kompetenzbeurteilung mit einem Examiner muss der Examiner im Flugbuch bestätigen. Ihr selbst müsst die Flüge von einer ganzen Seite bestätigen, dass diese richtig sind durch eure Unterschrift. Eure Lizenz, bitte schaut nach, wenn ihr die bekommt, dass ihr die unterschreibt. Wenn ihr schon eine habt, macht es auch noch einmal auf und schaut nach, ob ihr unterschrieben habt, sonst ist die nicht gültig. Zusätzlich zur Lizenz muss ich immer einen Lichtbildausweis mitführen, der eben eure Identität bestätigt. Ihr dürft auch nicht irgendwie beeinträchtigt sein durch Alkohol oder Drogen. Für uns Pilotinnen und Piloten eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir erst, wenn wir mit dem Rückholfahrzeug zu Hause sind, dann wieder auf unserer Heimatstation uns vielleicht ein gutes Bier genehmigen. Es dürft auch keine Missachtung von flugbetrieblichen Vorschriften, sage ich jetzt einmal, wo haben. Auch die gesamte Flugvorbereitung, bitte habt ihr mit. Nehmt ihr einfach mit in den Korb, das ganze Wetter, Notams, Garmin, Gewichtsberechnung, Fahrtplanung, Lufträume. Entweder in Papierform als auch in elektronischer Form. Infos zu den Lizenzen gibt es von uns auf der Aeroclub Homepage und der Behörde Downloads. Dort findet ihr auch immer die neuesten
DTO-News und Infos zu Lizenzen für Ballonfahrt. Ich möchte euch auch ans Herz legen, die Pilotenbriefingkarte für Ballone von der ACG. Auch da steht wirklich alles wunderbar drinnen über mitzuführende Dokumente, Handbücher, Unterlagen oder Kopien dazu. Schaut bitte in eurem Flugbuch nach, ob ihr die Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flugerfahrung auch erfüllt. Ihr braucht, und all das hier gilt als mindestens, 6 Stunden Fahrzeit als verantwortlicher Pilot oder dual mit einem Fluglehrer in den letzten 24 Monaten vor dem geplanten Flug. Ihr braucht mindestens 10 Starts als verantwortlicher Pilot oder dual mit einem Fluglehrer in den letzten 24 Monaten. Und ihr braucht mindestens 3 Stunden als verantwortlicher Pilot oder wieder dual mit einem Fluglehrer in der jeweiligen relevanten Klasse. Das heißt, in Heißluftballonen 3 Stunden und in Gasballonen, wenn ihr diese fährt, in den letzten 24 Monaten. Für einen Fesselaufstieg, wenn ihr diese Berechtigung erhalten möchtet, braucht ihr einen Start in den letzten 48 Monaten. Und ihr braucht mindestens eine Übungsfahrt mit einem Fluglehrer in den letzten 48 Monaten, wie schon einmal erwähnt, in der höchsten geplanten Gruppe von Heißluftballonen. Beispiel, wenn ihr die Gruppe C bei dieser Übungsfahrt fährt, dann könnt ihr Ballone der Gruppe A, B oder C auch wieder in Zukunft fahren. Oder ihr macht ein Commercial Refresher Training in den letzten 24 Monaten. Wichtig für alle, die erst auf die EU-Lizenz konvertieren, ich kann es nicht oft genug sagen, macht es eigentlich schon vorher die Übungsfahrt, beziehungsweise wenn ihr die nicht macht vor der Konvertierung, dann muss die unbedingt als erste Fahrt mit der neuen Lizenz erfolgen. Wenn ihr diese Bedingungen nicht erfüllt, beziehungsweise über der Frist seid, jetzt einfach keine Panik, sondern es ist ganz einfach, bei den Punkten 1 bis 3, was die Zeiten und die Starts betrifft. Wenn ich zum Beispiel in den letzten 24 Monaten nur zu 5 Stunden Fahrt gekommen bin, dann hole ich die Zeiten und die Starts mit einem Fluglehrer nach. Der kann auch euch dementsprechend einen Fahrauftrag geben, wenn er euch als gut erachtet. Oder ich bin schon sehr lange nicht gefahren und ich habe wirklich ein Problem, um die Zeiten und die Starts zusammenzubekommen, dann mache ich eine Befähigungsüberprüfung mit einem Examiner. Das beinhaltet auch die Übungsfahrt und da zeige ich ihm, dass ich es kann und ich habe dann wieder für die nächsten 24 Monate meine dementsprechende Berechtigung. Oder wenn ich quasi kommerziell fahre, dann mache ich eine Commercial Befähigungsüberprüfung mit einem Examiner, der auch diese Berechtigung hat, gilt auch wieder für die nächsten 24 Monate. Wenn jetzt wirklich zu einem Fesselaufstieg die letzten 4 Jahre nicht gekommen bin, dann mache ich einen Start mit einem Fluglehrer, der diese Berechtigung hat, beziehungsweise geht das auch unter Aufsicht von einem Fluglehrer. Für die Nachtflugberechtigung sind keine Anforderungen für die fortlaufende Flugerfahrung definiert, was aber nicht heißt, dass im Sinne der Sicherheit hier auch natürlich entsprechend, wenn ihr länger nicht in der Nacht gefahren seid, macht es bitte zur Übung mit einem Fluglehrer, der auch diese Berechtigung hat. Eine Checkliste für den Saisonanfang für gewerbliche Ballonfahrerinnen und Ballonfahrer. Wieder die Anforderungen hinsichtlich der fortlaufenden Flugerfahrung. Ich brauche mindestens 3 Fahrten als verantwortlicher Pilot in den letzten 180 Tagen.
Davon beachten, ich brauche mindestens eine Fahrt als verantwortlicher Pilot in der relevanten Klasse. Eben Heißluft oder Gasballone als Beispiel. In den letzten 180 Tagen. Ich brauche eine Commercial-Befähigungsüberprüfung mit einem Examiner oder ein Commercial-Refresher-Training in den letzten 24 Monaten. Auch wiederum aufpassen bei den Commercial-Rechten für die jeweilige Klasse dazu. Habe ich es nicht erfüllt, beziehungsweise bin ich über der Frist, auch wieder bei den Punkten 1 und 2, ich mache eine Fahrt mit einem Fluglehrer und das gilt dann wieder für die nächsten 180 Tage. Wer ist denn für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität deiner Berechtigungen zuständig? Bitte schau in den Spiegel, dann siehst du sie oder ihn. Einzig und allein die Pilotin, der Pilot, immer passend zum jeweiligen Fahrtvorhaben, ist dafür zuständig. Zum Beispiel, ob du eben Nachtfahrten machen darfst und kannst, ob du einen Fesselaufstieg machst. Einzig und allein die Pilotin bzw. der Pilot. Ich möchte euch als Ballonfahrerinnen und Ballonfahrer das EASA Ballon Rulebook empfehlen. Das ist ein Handbuch von der EASA, wo wirklich alles für die Ballonfahrt in diesem Handbuch drinnen steht. Dort sind drinnen alle übergeordneten Verordnungen, die für die Ballonfahrt gelten, die ganze Definition und Definitionen, Ausdrücke für die Ballonfahrt sind hier gut erklärt. Auch der ganze Fahrbetrieb, Flugfahrbetrieb mit Ballonen ist in diesem Handbuch. Auch die ganzen Anforderungen für die Lizenzierung von Ballonfahrern und auch die Aufrechterhaltung der Luftdichtigkeit. Dieses Rulebook ist sehr gut, übersichtlich und einfach geschrieben. Ihr könnt es auch von unserer Homepage runterladen, bei den Downloads, Rechtsgrundlagen, unionsrechtliche Bestimmungen. Wir haben einen Direktlink hier auf die EASA Homepage gesetzt. Das heißt, ihr ladet es nicht wirklich von uns herunter, sondern direkt von der EASA Homepage, damit auch immer hier die jeweilige wirkliche Aktualität gegeben ist. Auf unserer Homepage unter Behörde und Downloads haben wir umfangreiche Informationen, Publikationen und Formulare für euch zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel unter den Rechtsgrundlagen findet ihr auch umfangreiche Informationen über weitere EASA-Verordnungen, für die unionsrechtlichen Bestimmungen, beziehungsweise auch natürlich außerhalb des Segelflug- und Ballonfahrtbereich für die nationalen Bestimmungen. In der Ausbildung für die Ballonfahrt findet ihr alle Ausbildungsprogramme, die jetzt eine Trainingsorganisation braucht. Aber natürlich auch selbst der Pilot kann sich mal informieren, welche Anforderungen da auf ihn zukommen. Und ihr seht auch da den Newsletter für die Ballonfahrt. Da haben wir auch immer wieder sehr, sehr viele wertvolle Informationen. Nicht nur für unsere Trainingsorganisationen, sondern auch allgemein für die Ballonfahrer. Alle Antragsformulare, die ihr braucht, sowie auch alle Protokolle für Prüfungen, die das jetzt die Examiner brauchen, stellen wir auch alles für euch zur Verfügung. Für die Theorieprüfung, für die behördliche, gibt es einen Kalender. Auch dort sind alle Termine beziehungsweise auch die Formulare für die Anmeldung und für die Ballonfahrer die relevanten Prüfungsfragen veröffentlicht.
Im Namen des Referats Ballonfahrt, besten Dank für eure Aufmerksamkeit. Die FAA, Zivilluftfahrtbehörde, erste Instanz, wünscht euch Glück ab und gut Land 2021.